Am 25. Juli erscheint die kanonische Comicreihe zu Grand Admiral Thrawn. Auf der offiziellen Star Wars Seite wurde allerdings schon jetzt die erste Begegnung zwischen Anakin Skywalker und Thrawn veröffentlicht. Leider gibt es aktuell dazu noch keine Bilder, aber ich versuche trotzdem so gut wie möglich euch diese kleine Story zu übermitteln. Anakin Skywalker war gerade mit seinem Sternenjäger in einem unbekannten System unterwegs, als sich ihm plötzlich ein unbekanntes Schiff näherte. Anakin machte den Piloten darauf aufmerksam, dass er sich identifizieren soll. Der Alien, der sich später als Admiral Thrawn herausstellte, reagierte darauf ziemlich gelassen und fing an, Anakin zu provozieren und drehte die Argumente von Anakin um 180 Grad. Thrawn fragte ihn, was ein einsames Schiff der Galaktischen Republik so weit draußen im All zu suchen hat. Daraufhin antwortete Anakin, dass er von Kanzler Palpatine höchstpersönlich entsandt wurde. Anakin fragte Thrawn, welche er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht kannte, wer er denn eigentlich sei. Thrawn antwortete daraufhin, dass sein Name Mithra Nerudo sei, er aber besser bekannt als Thrawn ist und er ein Anhänger der Aszendenz der Chiss ist. Thrawn machte anschließend den Sprung in den Hyperraum und somit endete das Gespräch. Sobald der Comic zu Thrawn erscheinen wird, werden wir aber sicherlich noch viel mehr Informationen zu dieser Story erhalten.